Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Hallo, Herz, Seele, Ball-Freunde. Das ist heute so etwas wie eine Gerüchteshow. Und das Ganze gilt für den Dienstag. Tuchel nach Chelsea? Fragezeichen. Lampard hört auf. Das steht fest. Zufällig habe ich heute schon mein Gespräch für XXL, Herz, Seele, Ball, aufgenommen für morgen. Und da sprach ich dann mit dem Kommentator Michael Born von Sky genau über dieses Thema. Morgen mal reinhören, ganz interessant. Michael Born, der Mann, der von den Schalke-Fans nicht gemocht wird. So ist das manchmal im Leben. Darüber reden wir morgen auch ausführlich. So, bei uns in der Überschrift hieß es, endlich ist Hertha mal ein Thema. Ja, das stimmt ja auch irgendwie. Denn wer interessiert sich schon für Hertha BSC? Vielleicht ein paar Hertha-Fans, aber bundesweit nimmt man den Verein eher weniger wahr. Aber jetzt, nachdem es da richtig Theater gibt, nimmt man ihn wieder einmal wahr. Das heißt mit anderen Worten, dass Pal Dardai dort nicht Interimstrainer wird, sondern bis 2022 dort Cheftrainer sein wird. Interessant ist sein Assistent, Zecke Neuendorf. Ich bin mal vor einiger Zeit in Berlin Taxi gefahren. Und dann hat der Taxifahrer mich als Mitarbeiter von Sky identifiziert. Damals arbeitete Marcel Reif noch für uns. Und der Taxifahrer sagte, den Reif, den kann ich nicht leiden. Und ich fragte, warum? Und er antwortete darauf, weil er sich weigere, Zecke Neuendorf zu sagen. Also Marcel Reif hat wohl irgendwann mal gesagt, diesen Spitznamen wird er nicht benutzen. So ein klitzekleines bisschen verstehe ich, was dahinter steckt. Aber der Taxifahrer sagte dann, Zecke will selber Zecke genannt werden und deswegen ist das alles in Ordnung. Ist mir nur gerade so eingefallen, als ich die Personalie las. Wirklich dumm gelaufen. Labbadia saß noch bei Hertha am Mikrofon und erklärte, dass er fest davon ausgeht, dass er erfährt, wenn er entlassen wird, bevor es die Öffentlichkeit erfährt. Aber in der Pressekonferenz wurde dann schon gesagt, Herr Labbadia, wir haben gehört, mit Ihnen geht's zu Ende. Unschöne Situation auch für Carsten Schmidt, den CEO, der war auch mal mein Chef bei Sky und den kenne ich schon seit Ewigkeiten und der hat sich heute dafür entschuldigt. Große Geste, finde ich, er sagt, das darf überhaupt nicht mehr passieren und da gebe ich ihm zu 100% recht. Also das war eine Fehlleistung. Wie die zustande gekommen ist, das weiß natürlich wieder kein Mensch. Anne Friedrich kommt für Preetz. Und das soll es gewesen sein über Hertha BSC für heute. Aber ich behalte das mal im Auge. Das ist schon ganz interessant. Zecke Neuendorf, hatte Klinsmann damals doch recht, ist so eine Frage. Also alles spannend und demnächst wieder mehr dazu. Morgen übrigens, Quatsch, ich sage immer morgen, es ist ja eigentlich noch Montag, Dienstag, heute, 12 Uhr, Sport 1 einstellen, Freunde. Da mache ich so ein kleines Quiz. Cash Flash. Geht nicht um Sport. Guckt mal rein. Stunde lang mitspielen, anrufen, gewinnen. So, Eigenwerbung. Schalke hat einen neuen rechten Verteidiger, William, ausgeliehen aus Wolfsburg. Und der sagt, ich kann es gar nicht erwarten, dass ich für Schalke spielen kann. Hui, also das steht fest. Jetzt kommt noch ein Gerücht, das ist ja heute so ein bisschen die Gerüchteshow. Jadon Sancho, er ist ja hier bei mir immer mal wieder Bestandteil gewesen von Herz, Seele, Ball, der Spieler von Borussia Dortmund. Jetzt sagen sie in Dortmund selbst, im Sommer wird er wohl gehen. Aber ob sie das ganz große Geld dafür bekommen, das sie haben wollen oder wollten, das ist in Corona-Zeiten natürlich sehr fraglich. Möglicherweise doch 40 Millionen weniger als erträumt. Und das nächste Gerücht, Florian Neuhaus geht zum BVB von Mönchengladbach weg. Das ist immer schade, finde ich, wenn so eine Mannschaft, die sich da so langsam aufgebaut hat, dann doch an einigen Stellen auseinanderbricht. Und dieser Florian Neuhaus ist ein Riesentalent. Er glaubt, dass er in Dortmund weiterkommen wird als in Mönchengladbach oder verdient er da einfach mehr. Könnte natürlich auch sein. Also das ist auf jeden Fall auch eines der heißen Gerüchte an diesem Tag. Das ist ja das Schöne an diesem Profifußball. Gerüchte. Was davon dann wahr wird, ist wie immer eine andere Frage. So, das war's für heute schon. Also wie gesagt, morgen Michael Born XXL. Interessant, auch für Schalker, die ihn nach dem Pokalspiel gegen Ulm war es, glaube ich, beschimpft haben. Mehr darüber dann morgen in unserem XXL-Podcast. Jetzt wird der eine oder andere sagen, höre ich mir gar nicht erst an. Doch, hab den Mut,
Hört euch das an, ist doch kein Problem. Netter Kollege im Übrigen. So, das war's für heute. Ich soll's mal wieder sagen, Facebook und Instagram erwarten euch und da könnt ihr dann Likes hinterlassen oder was weiß ich. Wir sehen uns wieder morgen und ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Vielleicht auch mit Cashfieber, 12 Uhr bei Sport1. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten. Cashflash.